Hallo, wir sind Berthold Friemel und Philipp Kraut von der Arbeitsstelle Grimmbriefwechsel an der HU Berlin. Heute geht es um philologische Quellen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Berthold, wie fangen wir an? Vielleicht mit der Frage, worum es sich bei diesen philologischen Quellen eigentlich speziell handelt und warum man so eine Gruppe von Material überhaupt braucht, was man damit anfangen kann. Quellen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm sind natürlich in erster Linie die authentischen, von den Brüdern Grimm selbst veröffentlichten Texte der Märchen. Über diese von den Brüdern Grimm selbst hergestellten Textfassungen der Märchen, die sie auch veröffentlicht haben, haben wir schon ein anderes Video produziert. Warum nun noch einmal ein anderes Video über philologische Quellen zu den Kinder- und Hausmärchen? Was kann es denn da noch geben, außer den von den Brüdern Grimm selbst publizierten Texten? Viel mehr erwarten kann man ja eigentlich nicht. Es können die verschiedensten historischen Umstände dazu beitragen, dass außer den gedruckten Texten nichts überliefert ist. Wenn ein Text in früheren Jahrhunderten vor der Erfindung des Buchdrucks nur handschriftlich überliefert war, konnte es ja nicht selten ganz zugrunde gehen. Seit der Buchdruck existiert, ist das ein bisschen anders. Literarische Werke haben viel bessere Überlebenschancen, aber dass darüber hinaus noch Materialien zur Entstehungsgeschichte überleben, das kann man nicht unbedingt erwarten. Bei den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm ist das allerdings der Fall. Und sobald man in diese Materialien hineinschaut, merkt man, dass man einiges, was für uns Nachgeborene interessant ist, da feststellen kann. Und über das Festzustellen hinaus ergeben sich dann ganz schnell auch weitere Fragen. Die prominentesten philologischen Quellen zu den Kinder- und Hausmärchen über die publizierten Textfassungen hinaus sind die Exemplare der eigenen Märchensammlung, die sich aus dem Besitz der Brüder Grimm erhalten haben und die ziemlich viele handschriftliche Notizen von ihnen enthalten. Diese Ja. Bücher waren recht lange in Familienbesitz, gelangten dann in die Kasseler Bibliothek, zu anderen Teilen in die Königliche Bibliothek Berlin, wo alle diese damals von der Familie übergebenen Exemplare auch heute noch existieren in den beiden Nachfolgebibliotheken. Sie sind in unterschiedlichem Maß öffentlich zugänglich oder erforscht. Besonders die beiden Bände der Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen von 1812 und 1815 in der Kasseler Bibliothek sind schon seit ja, fast 150 Jahren der Öffentlichkeit bekannt durch Publikationen und sind Gegenstand des Interesses. Bei den anderen Exemplaren sieht es ein bisschen anders aus. Sie sind auch für manche Fragestellungen dann weniger ergiebig. Wir schauen uns das tatsächlich jetzt genauer an, am Beispiel des Handexemplars der Erstausgabe des ersten Bandes von 1812. Ja, im Hintergrund sehen wir eine Website der Universität Kassel aus diesem Projekt Orca, das wir in dem anderen Video schon vorgestellt haben. Und hier sehen wir die ersten beiden Bände, die Handexemplare der Märchen 1812 und 1815. Ich wechsle jetzt den Tab, damit wir auch mal in den ersten Band hineinschauen können. So sieht dann das Digitalisat aus. Uns interessiert jetzt das Ende des Märchens, das Mädchen ohne Hände, das ist KHM Nummer 31. Und oft gibt es am Ende von Märchen handschriftliche Einträge der Brüder Grimm. Und hier über die Beiträger, also über die Personen, die mündlich den Brüdern Grimm das Märchen erzählt haben, das sie dann aufgeschrieben haben. Ich kann relativ nah ranzoomen und wir lesen hier zum Beispiel Marie, 10. März 1811. Und links davon lesen wir, das ist ein bisschen schwieriger, von der Zwer, also Zwera, Frau, neue, Erzähl, Punkt, Erzählung, 27. Aug, also August 1813. Schauen wir vielleicht noch auf ein paar andere Ja. Beispiele, die es in dem Umfeld gibt, damit wir sehen, was da sonst noch so zu finden ist und wie intensiv hier Notizen angebracht wurden. Man kann sich also sehr einfach hier durchklicken. Das ist immer noch das gleiche Märchen. Hier sehen wir eine Eintragung von Wilhelm Grimm in den Marginalien, Vergleiche, die Rezension der
wieder Zwerner Frau. Das ist die gleiche, das ist Dorothea Fiehmann aus Niederzwern bei Kassel. Immer hier diese Abkürzung Zwern. Interessant ist an dieser Eintragung, dass hier tatsächlich ein Terminus technicus, ein Fachbegriff aus der Textkritik verwendet wird für eine ja, Textfassung aus dem, ja, aus einer mündlichen Quelle. Da sieht man den philologischen Anspruch der Brüder Grimm. Sie verwenden lang etablierte philologische Fachbegriffe, um ihre ja, Quellen zu bezeichnen. Gehen noch ein bisschen weiter. Hier fängt dieses Märchen an. Mädchen ohne Hände. Zu dem vorherigen Märchen sehen wir hier auch wieder eine Information über eine Beiträgerin. Läuschen und Flöchen ist das Märchen. Mäuschen und Flöchen. Hier steht Frau Wild in Klammern 1808. Damit ist die Beiträgerin gemeint. Und zwar ist das die Mutter von Dortchen Wild, der späteren Ehefrau von Wilhelm Grimm. Hier an der Stelle können wir vielleicht mit den Beispielen sogar schon aufhören, obwohl es natürlich in den Handexemplaren auch Stellen gibt, an denen am Text gearbeitet wurde. Dafür sind diese persönlichen Exemplare auch interessant, weil man sehen kann, wie schon handschriftlich vorgearbeitet wurde für stilistische und inhaltliche Umformungen der Märchen, wie sie ja auch ersichtlich sind, wenn man die Textfassung der von den Brüdern Grimm selbst betreuten veröffentlichten Ausgaben vergleicht. Es gibt auch manche anderen Gruppen von Notizen hier noch, die dann spezieller wichtig sind für die wissenschaftliche Beurteilung der Märchen. Die Brüder Grimm haben ja auch Märchen miteinander verglichen, also die Märchen, die sie gesammelt haben, mit Märchen, die in anderen Sammlungen stehen, auch mit internationalen Märchen. Dazu gibt es auch viele Notizen. Wir lassen es mal bei dem bewenden, was wir hier gezeigt bekommen haben und machen speziell auf einen Punkt aufmerksam, der beim Betrachten dieses Videos vielleicht auch schon aufgefallen ist. Philipp hat hier manchmal schon gesagt, was diese Notizen bedeuten, zum Beispiel Zwerner Frau, wenn hier von einer Zwerner Frau die Rede ist oder was es bedeutet, wenn da Frau Wild steht. Stellen Sie sich vor, Ihnen würde dieses Buch in die Hand fallen, vielleicht der Glücksfall Ihres Lebens, ein Buch von dieser Relevanz fällt Ihnen auf irgendeinem Flohmarkt in die Hand und Sie lesen diese Notizen, Sie wüssten das, was Philipp Ihnen jetzt gesagt hat, nicht. Und es kann auch sein, dass Philipp Unrecht hat. Es könnte ja sein, dass Forschungen angestellt werden und es kommt dann heraus, dass diese Frau Wild eine ganz andere ist. Das könnte alles sein. Existiert ja zunächst nur das, was dort steht. Ja? Wenn Ihnen das Buch so in der Art, wie ich Ihnen das jetzt eben gerade suggeriert habe, auf dem Flohmarkt in die Hand fällt, ist es aber so, dass Sie sich durchaus was darunter vorstellen können. Sie haben ja das gedruckte Buch, Sie sehen, was es für ein Buch ist und Sie sehen, dass unter diesen Texten regelmäßig Namen stehen und Datierungen. Und Sie würden natürlich dann auch selbst ziemlich schnell auf die Idee kommen, auch wenn Ihnen das niemand erklärt, dass das wahrscheinlich bedeutet, dass die Märchen von diesen Personen zu dieser bestimmten Zeit beigetragen wurden. So ging es auch demjenigen, der das Buch als erster mit solchen Absichten in die Hand genommen hat, daraus irgendwas zu rekonstruieren. Das war der Sohn Wilhelm Grimms und Neffe Jakob Grimms, Hermann Grimm, selbst auch ein Wissenschaftler, Kunsthistoriker, der dieses Buch ungefähr ein Vierteljahrhundert, nachdem sein Vater und Onkel gestorben waren, genau mit der Absicht in die Hand genommen hat, noch ein bisschen mehr mitzuteilen der Öffentlichkeit über die Entstehung der Grimmschen Märchensammlung. Mehr als die Brüder Grimm selbst in ihrer Vorrede geschrieben haben. Da hat er also diese Notizen zuerst ausgewertet und mit seiner eigenen Kenntnis versucht, diese Namen zu entschlüsseln. Er musste nicht groß recherchieren, er kannte noch aus mündlichen Erzählungen manche Namen und es ist ihm ziemlich schnell gelungen, das meiste richtig zu entschlüsseln. Mit dem unmittelbaren Verständnis käme man also nicht unbedingt zu Ergebnissen. Man wüsste nicht selbst, wer Frau Wild ist. Hermann Grimm wusste das natürlich. Das war seine Großmutter mütterlicherseits. Es ist für ihn gar kein Problem gewesen, das zu identifizieren, wer das ist. Bei manchen anderen Namen hat er ein paar mehr Schwierigkeiten gehabt, hat sie auch herausfinden können. Man sieht also, manches versteht man, wenn man das Handexemplar unmittelbar vor sich sieht. Man sieht, es gibt anscheinend bestimmte Hauptquellen für die Märchen. Man weiß aber zunächst nicht, wer das ist. Man weiß es auch bis heute in manchen Fällen nicht ganz genau. Ja? Es gibt natürlich schwierigere Namen. Ja? Also man hat einiges, was man hier unmittelbar sehen kann. Es schließen sich weitere Fragen an. Wenn wir dieses Buch anschauen, lassen sich daraus auch Schlüsse ziehen,
wie weit man solche Fragen überhaupt mit Originalmaterialien der Brüder Grimm beantworten kann und ob man davon ausgehen kann, dass solche Informationen über die Entstehung der Sammlung von ihnen akribisch festgehalten wurden und dass man aus ihrem Nachlass also alle solche Fragen vollständig beantworten kann. In diesem Buch, in den Beispielen, die wir hier gesehen haben, gab es unterschiedliche Datierungen. Zum Beispiel Frau Wild ist hier mit 1808 datiert. Die Hauptfassung des Mädchens ohne Hände war auf 1811 datiert, und zwar auf ein ganz genaues Datum von 1811. Und dann wurde der Nachtrag der Zwerner Märchenfrau mit 1813 noch dazu geschrieben. Dieses gedruckte Buch war gegen Weihnachten 1812 in den Händen der Brüder Grimm. Wenn hier also eine Eintragung vorgenommen wird von, was lesen wir da, Marie? 10. März 1811.1811. Ja, woher kommt diese Eintragung? Dieses Buch konnte niemand im März 1811 vorliegen haben und das schön säuberlich am selben Tag dort notieren. Das ist ganz ausgeschlossen. Das Buch gab es erst Ende 1812. Jemand müsste also 1,5 Jahre genau diese Informationen im Gedächtnis gehabt haben, um sie vielleicht Weihnachten 1812 dahin zu schreiben. Oder das ist irgendwie anders zugegangen. Es gibt diese Art von Informationen nur an dieser einen Stelle, nur in diesem Buch. Ja? Da der Faktor des Gedächtnisses, zumal bei der Häufung solcher Informationen in dem Exemplar ausscheidet, muss es ja irgendwo anders hergekommen sein. Also es muss andere Materialien gegeben haben, in denen solche genauen Informationen standen. Vermutlich Protokolle davon, wie diese Märchen zunächst aufgeschrieben wurden. Also von der Fassung, die noch ganz nah an dem war, was eine gewisse Marie hier am 10. März 1811 erzählt hat. Und das wurde offensichtlich nicht aufbewahrt. Ja, das kann man allein schon aus diesem Exemplar ableiten, wenn die Informationen nur hier sind und diese anderen Materialien nicht existieren. Zumal, wenn sonst ein sehr umfangreicher Nachlass dieser Personen da ist, der Brüder Grimm, kann man sagen, da ist irgendwas absichtlich passiert. Ja, es sind bestimmte Dinge aussortiert worden und andere Dinge sind bis heute vorhanden. Das scheint gewissen Prinzipien zu folgen. Ja? Und es ist eindeutig rekonstruierbar, dass noch ein bisschen mehr existiert hat. Man kommt also dazu, darüber nachzudenken, wie sich eigentlich die überlieferten Materialien, wie zum Beispiel dieses Handexemplar, zu dem verhalten, was mal existiert hat und was sich über die Entstehung eines solchen Werkes heute noch rekonstruieren lässt. Ob man zum Beispiel verlangen kann, dass sich etwas ohne Lücken aus Nachlassmaterialien solcher Persönlichkeiten wie der Brüder Grimm rekonstruieren lässt. Wenn jemand ein Buch hervorbringt, was so berühmt wird, kann man vom Verfasser dann erwarten, dass er die Entstehung lückenlos in seinem Nachlass dokumentiert. Oder muss man damit leben, dass man es mit Überlieferungszufällen zu tun hat und dann eben wissenschaftliche Methoden anwenden muss, um das, was möglich ist, noch zu rekonstruieren. Ja? Diese Frage wurde gestellt und sie lässt sich natürlich auch mit dem Material, was wir hier vor uns haben, eigentlich schon beantworten. Wir müssen einfach nur den Vergleich dazu ziehen, wie man auf rechtlichem Gebiet oder bei der Verfolgung von Verbrechen vorgeht. Da ist es natürlich so, dass genaue Akten angelegt werden müssen, die bestimmten formellen Voraussetzungen und Regeln genügen müssen, um einen Vorgang zweifelsfrei darzustellen. Da kann man erwarten, dass akribisch ersichtlich ist, wann was erfolgt ist und woran man das beweisen kann. Ja? Dass aber bei der Entstehung von literarischen Werken jemand gezwungen ist, solche Beweise zu hinterlassen, das wäre eine sehr kühne Forderung, der auch übrigens nie genügt wird. Ja? Es Auch gibt solche Überlieferungen nicht, die solchen juristischen Erfordernissen genügen würden. Das entspricht auch nicht den Konventionen und Regeln, unter der den Kulturleben funktioniert. Ja, da gibt es so eine Aufbewahrungs- und Dokumentationspflicht nicht. Das ist völlig sachfremd, sowas hineinzutragen, sondern man muss eher, wenn man an solchen Dingen interessiert ist, dankbar sein, dass es solche Überlieferungszufälle gibt, die zum Beispiel dazu führen, dass so ein Handexemplar erhalten geblieben ist und auch manches andere, was wir heute noch haben. Es gibt Gründe dafür, was erhalten geblieben ist, nämlich dass an dem Werk weitergearbeitet wurde und dass hier die Weiterarbeitsprozesse sich zum Teil in den gedruckten eigenen Exemplaren vollzogen haben. Und es gibt auch Gründe dafür, was nicht erhalten ist. Philipp kennt das noch ein bisschen umfassender. Der hat nämlich die Arbeitsweise der Brüder Grimm in seiner Dissertation studiert und er kann aus seiner Kenntnis vielleicht noch sagen, wie die Brüder Grimm das eigentlich regelhaft gemacht haben, wenn sie Projekte abgeschlossen haben, was dann mit den Arbeitsmaterialien passiert ist. Ja, es ist ja auch noch heute so, dass man nicht unbedingt
alle Vorarbeiten auch zu wissenschaftlichen Arbeiten aufbewahrt, so als hätte, würde man jetzt einer juristischen Dokumentationspflicht entsprechen wollen. Also dafür ist dann Platz in den Drucken selbst. Also wenn man jetzt eine wissenschaftliche Arbeit abschließt, dann gibt es gewisse Anhänge oder Fußnoten, und so hatten die Brüder Grimm ja auch einen wissenschaftlichen Anhang im gedruckten Buch, wo sie dann Rechenschaft über Quellen oder historische Zusammenhänge abgelegt haben. Also es ist eher so, wenn ich jetzt diesen Nachlass der Brüder Grimm überblicke, ihre wissenschaftlichen Arbeitsmaterialien, dass das gedruckte Buch so etwas wie ein vorläufiges Zwischenergebnis war, das gerade die Informationen und Materialien aus handschriftlichen Beständen gebündelt hat. Also die handschriftlichen Materialien wurden in Publikationen überführt, und an dem Punkt waren diese handschriftlichen Materialien dann auch nicht mehr unbedingt so wichtig. Also es wurde dann auch zum Beispiel bei Neuauflagen von bestimmten Büchern wurde auf das gedruckte Buch zurückgegriffen als maßgeblicher Zwischenstand. Das schlägt sich zum Beispiel so nieder, dass dann in Notizheften Notizen durchgestrichen wurden, um quasi anzuzeigen, diese Information wurde überführt in ein Druckmanuskript. Oder auch bei dem Deutschen Wörterbuch sieht man ganz klar, dass die Textbelege auf kleinen Zettelchen dann zum Teil auch oder sehr häufig weggeschmissen wurden, wenn sie ins Werkmanuskript überführt wurden. Und von ähnlichen Dingen kann man auch schon ausgehen, von ähnlichen Praktiken kann man auch schon während der Märchen, frühen Märchenforschung ausgehen. Dass hier schon so gearbeitet wurde, beweist eigentlich schon das Handexemplar mit solchen Notizen wie hier, mit der detaillierten Quellen- und Datumsangabe, die für persönliche Zwecke hier notiert wurde und die einmalig nur hier anzutreffen ist, die also aus anderen Materialien zu der Zeit entnommen wurde, die dann weggeworfen wurden. Dass so gearbeitet wurde, zeigen auch manche erhalten gebliebenen Einzelmaterialien zu den Märchen, weil daran doch gar nicht selten notiert ist, dass das aus dem Grund nochmal aufbewahrt wird, weil es noch nicht völlig ausgewertet wurde. Ja? Mhm. Und das lässt ja auch den Schluss zu, dass andere Sachen, die bereits ausgewertet waren, dann vernichtet wurden. Man muss sich also bei der Benutzung solcher Quellen, wie wir die hier in diesem Video vorstellen, immer vor Augen halten, dass es eine andere Art von Material ist als veröffentlichte Bücher. Veröffentlichte Bücher sind absichtlich in der Form mit genau dem Inhalt der Öffentlichkeit übergeben worden, während die Funktion solcher Dokumente, wie wir sie jetzt hier sehen, in einem ganz anderen Bereich liegt, nämlich in dem unmittelbaren Entstehungszusammenhang der Werke bei den Personen, die an den Werken gearbeitet haben und in dem Umfeld, das an den Werken mit beteiligt war. Ja, also bei den Zeitgenossen und in privaten Kreisen. Das sind, auch wenn es wissenschaftliche oder literarische Inhalte sind, in der Form, wie wir das jetzt in dem Video hier sehen, private Dokumente, die Leuten gehört haben und diese Personen, entweder die Urheber selbst oder ihr unmittelbares Umfeld, haben natürlich zunächst mal jedes Recht, das, was sie für überflüssig halten und unnötig halten, zu vernichten. Es gibt kein Recht der Öffentlichkeit, dass alles vollständig aufbewahrt werden muss und diese Leute keine Papierkörbe haben dürfen, weil sie so interessant sind, dass jedes Blatt von ihnen der Nachwelt überliefert werden muss. Ja? Das gilt für alle diese Dokumente, die wir hier zeigen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Frage stellt, gibt es denn vor den veröffentlichten Märchenfassungen von 1812 und 1815 in der Erstausgabe noch irgendwelche Möglichkeiten, an die Texte heranzukommen, die Gewährspersonen den Brüdern Grimm erzählt haben? Kommt man da irgendwie an diese ursprüngliche Erzählsituation noch näher heran? Da merkt man dann gleich auch, dass das zwar möglich ist, dass aber zugleich auch bestätigt wird, dass wir das nur Überlieferungszufällen verdanken, bei denen diese Vernichtung des Materials, was einmal schon verwendet worden war, nicht gegriffen hat, weil die aus dem Überlieferungszweig herausfielen, der von den Brüdern Grimm selbst bestimmt war. Sie hatten diese frühen Märchenfassungen schon aus der Hand gegeben und nur deswegen
sind die überliefert worden. Da gibt es zum einen Fassungen von 1808, Philipp wird das dann gleich auch nochmal genauer demonstrieren, die die Brüder Grimm an ihren ehemaligen Marburger Lehrer, den Juristen Friedrich Karl von Savigny, schickten, der das auch in seiner Familie verwenden wollte. Der war gerade junger Vater, ja, und hat diese Märchen ausprobieren wollen und hat sich auch wie die Brüder Grimm und wie dieser ganze Freundeskreis für Märchen interessiert. Und er erhielt mit drei Briefen im Jahr 1808 Märchen von den Brüdern Grimm. Ganz wenige Märchen, sechs nur, die mit diesen Briefen geschickt wurden. Diese Briefe sind noch nicht, diese Märchen sind noch nicht digital im Internet zugänglich. Die sind von den Briefen abgesondert, abgelegt. Im Allgemeinen sind die, werden die Briefe der Brüder Grimm an Friedrich Karl von Savigny gerade in das Kasseler Grimm-Portal bei der dortigen Bibliothek hochgeladen, in dieses Portal Orca, was wir manchmal in unseren Videos erwähnen, aber zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, fehlen diese Märchenbeilagen noch auf Orca. Die können wir also nicht im Original hier zeigen. Wenn man die lokalisieren will, kann man unser Grimm-Briefverzeichnis benutzen, zu finden unter www.grimmbriefwechsel.de. Und da kann man in dem Briefverzeichnis, was dort aufgerufen werden kann, nach dem Empfänger Savigny suchen und in der Spalte, wo man alles durchsuchen kann, noch das Stichwort Märchen eingeben. Ja. In den Metadaten zu den Briefen taucht hier das Wort Märchen auf und dadurch findet man genau die Briefe raus, mit denen die Märchen geschickt wurden und kann sich zum Beispiel darüber informieren, wo diese Märchen gedruckt sind oder welche Signaturen sie am Originalstandort haben. Und mit diesen Informationen könnte man sie in kurzer Zeit wahrscheinlich bei Orca auffinden. Gedruckt sind diese Märchen in der Edition der Briefe der Brüder Grimm an Savigny aus dem Jahr 1953. Hier Jakob Grimm, sechs Märchen. Sie sehen das, da kann man das also nachlesen. Das Buch ist in vielen wissenschaftlichen Bibliotheken erhältlich. Interessant ist, dass in den sechs Märchen fünf den berühmten Anfang Es war einmal haben. Es scheint also so zu sein, dass, wenn man sich damals Märchen erzählen ließ, die sehr oft tatsächlich mit dieser Formel, die auch heute noch mit dem Grimmschen Märchen identifiziert wird, obwohl die Brüder Grimm sie stilistisch dann oft abgewandelt haben, insbesondere in der letzten Ausgabe von 1857, die mit diesen Märchen bis heute sehr identifiziert wird. Das sind also diese sechs Märchen von 1808. Wenn wir dann zwei Jahre weitergehen, können wir tatsächlich noch auf eine umfangreichere Sammlung zugreifen von schon 45 Märchen, die wir aber auch nur wieder der Tatsache verdanken, dass die Brüder Grimm diese Märchen, diese 45 Märchen brieflich einem Freund weitergaben, aus demselben Freundeskreis um Friedrich Karl von Savigny. Zu dem Freundeskreis gehörte auch der Dichter Clemens Brentano, der selbst daran interessiert war, aus den von den Brüdern Grimm gesammelten Märchen literarisch irgendwas zu machen. Und für diesen Zweck erhielt er diese 45 Märchen. Wohlgemerkt 45 Märchen, das scheint das zu sein, was 1810 schon gesammelt war. Wir wissen, bis zum Schluss, bis 1857, ist die Sammlung dann auf 200 Märchen ungefähr angewachsen. Also ungefähr ein Viertel der Textmenge lag schon vor. Allerdings ist das, was die Brüder Grimm unter Märchen verstanden und was sie für aufnahmewürdig hielten und so nach ihrem Verständnis dann auch noch Wandlungen unterworfen gewesen. Das, was in der Sammlung von 1810 steht, wurde nicht alles genauso später aufgenommen. Wir sind hier auf der Website, das muss ich ganz kurz dazu sagen, E-Kodizes, das ist ein Handschriftenportal der Schweiz, in dem digitalisierte Archivmaterialien, Handschriften der verschiedenen Schweizer Bibliotheken und Archive angeboten wird. Und es liegt daran, weil heutzutage diese frühe Märchensammlung in Kolonie bei Genf liegt, in der Fondation Martin Bodmer. Und hier haben wir das Dornröschen-Märchen geöffnet und wir sehen hier Jakob Grimms Hand noch mit einer Einfügung rechts. Also man sieht schon auch noch Überarbeitungsspuren in dieser Fassung. Wenn man anfängt zu lesen, sieht man eben, dass das sehr knapp formuliert ist. Die Handlung ist sehr knapp zusammengefasst gegenüber der Fassung von 1812 ist dann zu sehen, dass sowas hier, wie es hier notiert wurde, der mündlichen Überlieferung noch näher ist und dass es noch nicht stilistisch so ausformuliert ist, wie man das aus den späteren Fassungen der Grimmschen Märchen kennt. Wir können es ja ein bisschen anlesen, damit man versteht, was gemeint ist.
Dornröschen. Ein König und eine Königin kriegten gar keine Kinder. Eines Tags war die Königin im Bad, da kroch ein Krebs aus dem Wasser. Wir sehen auch eine Handlung, ein Handlungselement, was später in der Hauptfassung so nicht aufgegriffen wurde. Ja? Mhm. Da kroch ein Krebs aus dem Wasser. Ans Land und sprach, du wirst bald eine Tochter bekommen. Und so geschah es auch und der König in der Freude, das ist ja auch eine syntaktische Inversion, die wir hier lesen, und der König in der Freude hielt ein großes Fest und im Lande waren 13 Feen. Er hatte aber nur 12 goldene Teller und konnte also die 13 nicht einladen. Da ist sehr viel an Handlung in einem einzigen Satz verpackt schon. Ja, es ist also sehr knapp zusammengefasst, was man alles viel mehr ausfabulieren kann und was später ja auch von den Brüdern Grimm in ihren gedruckten Ausgaben tatsächlich viel mehr ausfabuliert wurde. Eine geübte Märchenerzählerin, ein geübter Märchenerzähler macht da viel mehr draus als nur einen Satz. Ja? Diese Niederschriften, die konnten unterschiedlichen Charakter haben anscheinend. Das ist hier sehr auf die Handlung reduziert. Man konnte sich ja auch so mitschreiben, wie jemand erzählt hat. Ja, und ob das so kondensiert erzählt wurde wie hier, kann man bezweifeln. Die Niederschriften hier in dieser sogenannten Öhlenberger Handschrift, wie sie heißt nach ihrem früheren Überlieferungsort, einem Kloster im Elsass, die sind oft noch knapper gehalten. Da sind wirklich stichwortartig manchmal die wichtigsten Handlungselemente einfach zusammengefasst und das war es dann schon. Ja, einfach als Gedächtnisstütze, wie das Märchen funktioniert, offensichtlich mit der Absicht, dass dann später für die Druckfassung noch ein bisschen besser zu erzählen. Ja, wir müssen noch etwas zur sogenannten Märchenhandbibliothek der Brüder Grimm sagen. Es gibt ja, nämlich, da ja. wollten wir eigentlich so drauf kommen, dass wir sagen, es gibt über diese großen, besonders berühmten Dokumente zur Entstehungsgeschichte der Kinder- und Hausmärchen natürlich noch viele Einzeldokumente, sowohl gedruckte als auch handschriftlich, die sich an verschiedensten Stellen befinden. Wir können überhaupt das nicht hier erschöpfen, dieses Thema in dem Video. Ja? Und in dem Zusammenhang kann man außer den Handexemplaren, die wir schon erwähnt haben und von denen wir eins gezeigt haben, eben auch darauf hinweisen, dass die Bibliothek der Brüder Grimm tatsächlich in einem ziemlich großen Umfang überliefert ist, mit mehreren tausend Bänden bis heute, dank glücklicher Umstände, die dazu geführt haben, dass das erhalten geblieben ist. In erster Linie natürlich ein Bewusstsein der Familie für den Wert dieser Bibliothek, auch schon der Brüder Grimm selbst, die schon ihren Nachfahren zu verstehen gegeben haben, dass sie gerne sehen würden, dass es erhalten bleibt. So ist es dazu gekommen, dass die Bibliothek, mit der die Brüder Grimm für die Märchensammlung gearbeitet haben, tatsächlich zum großen Teil auch noch erhalten geblieben ist. Die Märchen entstammen zwar, wie die Brüder Grimm geschrieben haben, so gut wie vollständig mehr oder weniger der mündlichen Überlieferung, was sich zum Teil verifizieren lässt an solchen Quellen, wie wir die hier heute in dem Video sehen. Zum Teil muss man ihnen das dann einfach glauben. Aber die Einfluss genommen auf die Märchenfassung, die die Brüder Grimm drucken, zum Beispiel bei so einem Märchen wie dem tapferen Schneiderlein, haben auch gedruckte Quellen, zum Beispiel alte Bücher, in denen offensichtlich diese Märchen erzählt werden und in denen aber Elemente der Märchen enthalten sind, die die Brüder Grimm charakteristisch und grundlegend fanden, dass sie die in ihre Hauptfassung der Märchen aufgenommen haben oder zumindest in den Anmerkungen als Varianten zitiert haben. Da gibt es also sehr viele Bücher, die für die Kinder- und Hausmärchen auch herangezogen wurden. Diese Bücher, die haben die Brüder Grimm im dritten Band ihrer Sammlung in den Anmerkungen selbst genannt. Und so kann man genau rekonstruieren, welche Bücher für die Kinder- und Hausmärchen benutzt wurden und ob die noch überliefert sind. Und genau das haben wir gemacht in der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel. Wir haben anhand der ja, zitierten Bücher, also der Bücher, die Brüder Grimm in den gedruckten Anmerkungen zitiert haben, die ja einen Korpus zusammengestellt von Büchern aus ihrer privaten Bibliothek, die sie benutzt haben für die Märchen. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja jetzt hier zunächst mal eine Auflistung der Handexemplare der eigenen Märchensammlung nochmal vor uns, ja? Zu denen genau, ja auch so fängt das Korpus an. Gehören, die wir gesehen haben, aber da gibt es noch eine ganze Menge mehr, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, da sind auch in andere Bestände noch Exemplare gekommen, die noch bei weitem gar nicht richtig erforscht sind. Ja, es ist schon mal viel wert, überhaupt zu erfassen, welche es gibt,
Und eine Erforschung kann dann ja damit auch weitergeführt werden, dass sie überhaupt erstmal gescannt werden und digital zugänglich gemacht werden, dann lässt sich ja viel besser damit arbeiten. Also die Liste dieses Korpus fängt an auch mit den eigenen Werken der Brüder Grimm. Also sie haben auch eigene Publikationen ausgewertet, zum Beispiel ihre Zeitschrift Altdeutsche Wälder und dann später in den Anmerkungen, also daraus dann zitiert, und deswegen ist hier auch dieses eigene Werk zum Beispiel mit drin. Und das ist ganz schön viel Material. Da kommen wir vielleicht nochmal hierzu kurz zu Büchern, die nicht von Ihnen selbst, zum Beispiel auch aus der Sprach- und Literaturwissenschaft, zum Beispiel hesiodeische Studien, also aus der klassischen Philologie, haben Sie viele Werke benutzt, um ja, die Märchen zu erforschen. Ja. Wie viele Bücher sind es ungefähr in der Liste? Das waren so, ich glaube, das sind um die 600. Und das sind jetzt Bücher, die heute noch erhalten sind, diese Genau, 600, ja? ja. Und darüber hinaus findet man in den Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen noch mehr Bücher, von denen man aber jetzt keine Exemplare in der Grimm-Bibliothek nachweisen kann. Das ist aber jetzt auch nicht etwa, um es mal polemisch zu sagen, irgendeine Fälschung, dass die Brüder Grimm nur behaupten, sie kennen diese Bücher und kennen sie gar nicht oder sowas. Solche abenteuerlichen Thesen sollte man da nicht wagen, sondern die Brüder Grimm waren zum Beispiel Bibliothekare, ja, und hatten in den großen Bibliotheken, die sie betreut haben, ganz unmittelbar Zugriff auf sehr viele Bücher gehabt, die sie sich deswegen nicht zu Hause anschaffen mussten. Außerdem haben sie einen regen privaten Leihverkehr unterhalten, sich also viele Bücher kommen lassen von Freunden oder auswärtigen Bibliotheken. Sie konnten auch in Berlin in ihren letzten Lebensjahrzehnten sehr frei die großen wissenschaftlichen Bibliotheken benutzen. Und letztlich ist es ja auch so, nicht alle Bücher, die man je besessen hat, behält man immer. Es kann dann auch sein, dass die Brüder Grimm selbst sich schon von manchen Büchern getrennt haben. Und letztlich trifft hier genau das Gleiche zu wie auf den übrigen Nachlass. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist ja niemand verpflichtet, alles immer geschlossen zu überliefern. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie aus diesen Beständen was abhanden gekommen sein kann. Und auch die Bibliotheken, in dem Fall jetzt jedenfalls, die solche Bestände übernommen haben, wo es jetzt um den Buchbestand der Brüder Grimm geht, entscheiden bei jüngeren Beständen, die also noch nicht besonders oft, noch nicht besonders alt sind, dann manchmal auch so, dass sie nicht alles behalten. Das ist tatsächlich hier auch so gewesen. Die Universitätsbibliothek der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin hat vieles, was sie aus der Bibliothek der Brüder Grimm bekommen hat, im 19. Jahrhundert wieder abgestoßen. Einmal schon, indem sie doppelte Bücher einem Antiquar zum Weiterverkauf gegeben hat und zum Zweiten, indem sie Ende des 19. Jahrhunderts nochmal Bücher ausgesondert hat, total aus den Beständen, die als veraltet galten. Außerdem wurden beschmutzte und beschädigte Exemplare dann immer mal wieder ausgesondert und auf die Art kann auch vieles abhandengekommen sein. Wir haben hier erstmal nur zusammengestellt, was heute noch vorhanden ist. Die Frage, was mit den Büchern ist, die sonst noch in den Anmerkungen genannt sind und die vielleicht auch den Brüdern Grimm gehört haben, das ist noch ein anderes Problem, was man ansatzweise zumindest auf den Wegen, die hier angedeutet wurden, zum Beispiel, welche Bücher sind in den Antiquariatskatalogen ersichtlich, wo Bücher aus der Bibliothek der Brüder Grimm dann angeboten wurden, die vorher von der Uni-Bibliothek abgegeben wurden. Das sind Fragen, die man auf die Art noch klären kann, wenn daran dann irgendwann weitergehendes Interesse besteht. Zunächst mal wird das erforscht, was tatsächlich noch vorhanden ist und leicht erreichbar ist. Mit unseren Bemerkungen am Schluss dieses Videos, mit denen wir gerade begonnen haben, indem wir über Bücher aus der Bibliothek der Brüder Grimm gesprochen haben, wollen wir Ihnen andeuten, dass es außer den Materialien, die wir hier schon etwas ausführlicher gezeigt haben, noch viel mehr philologische Quellen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm gibt, die man mit verschiedensten Bibliotheks- und Nachlasskatalogen recherchieren kann und über die es zum Teil auch schon Literatur gibt. Das ist also kein abgeschlossenes Gebiet, was wir hier skizzieren, in keiner Hinsicht, denn es ist ja auch die Frage, wo hört das denn überhaupt auf? Es gibt ja zum Beispiel eine Geschichte der Kinder- und Hausmärchen vor den Brüdern Grimm. Es gibt ein Umfeld, in dem die Brüder Grimm gearbeitet haben, wo auch wieder Leute Märchenaufzeichnungen gemacht haben, die sie aber privat behalten haben, ja, und vielleicht aber in ähnlicher Form den Grimms weitergeschickt haben. Solche Dinge kann man auch alle mit heranziehen. Und außer den Büchern, die wir Ihnen ebenso pauschal angedeutet haben, gibt es ganz ähnlich viele einzelne handschriftliche Dokumente, die auch für die Märchensammlung relevant sind, über das hinaus, was wir Ihnen als Briefbeilagen an Savigny und Brentano hier vorher vorgestellt haben. Wir wollen aus dem persönlichen Nachlass der Brüder Grimm in der Staatsbibliothek
Berlin hier stellvertretend nur ein Dokument kurz vorstellen, das Ihnen mal zeigen soll, was man aus diesen einzelnen handschriftlichen Dokumenten noch erfahren kann. Dieses Dokument ist schon in gewisser Weise wieder besonders prominent, denn es bezieht sich auf die berühmteste Märchenfrau der Brüder Grimm, auf diese Zwerner Frau, von der schon in der Notiz im Handexemplar die Rede war, die wir Ihnen ganz am Anfang des Videos gezeigt haben. Hier in dieser Notiz des Handexemplars von der Zwerner Frau, irgendwas von August 1813, ja? Genau, 27. August 1813. Das Mädchen ohne Hände, da hat sie eine Variante davon erzählt. Diese Märchenfrau, die kennen Sie wahrscheinlich sogar. Dieses Bild ist ja sehr populär. Das haben die Brüder Grimm ihrer eigenen Märchensammlung als Frontispiz beigegeben. Ein Porträt, das der Bruder der Brüder Grimm, der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, ein dritter Bruder Ludwig Emil, gezeichnet hat in den letzten Lebensjahren der Frau Fiemann und dann in Kupfer gestochen hat. Diese Frau, die starb ungefähr, als der zweite Band der Märchen 1815 publiziert wurde. Und als sie dann schon gestorben war, gaben die Brüder Grimm ihre Ausgabe ab 1819 dieses Bild als Frontispiz bei. Das nahm also eine Stelle ein, an der man sonst die Porträts von Dichtern und Gelehrten abdruckte, meistens Männern, die also bestimmten gesellschaftlichen Schicht angehörten, der diese Frau Fiemann jedenfalls nicht angehört. Ja, diese Frau Fiemann als Frau und als auch verhältnismäßig einfache, nicht gelehrte Person, auch keine Dichterin oder sowas, sondern eine Verkäuferin von landwirtschaftlichen Produkten. Eigentlich könnte man sie mit gutem Recht eine Bäuerin nennen. Von der Herkunft her war sie eine Gastwirtstochter, also eine Person wirklich von einem Stand, die sonst sicher in keinem anderen Fall als Frontispiz vor einem Buch abgedruckt wurde um die Zeit. Da haben die Brüder Grimm also sich was recht Provokantes erlaubt um die Zeit. Und diese Frau ist dadurch, dass sie da abgedruckt wurde und als eine von wenigen Personen namentlich genannt wurde in der Vorrede der Brüder Grimm, das Urbild einer Märchenerzählerin, was allen eigentlich immer vorschwebt, wenn von dieser Situation des Märchensammelns die Rede ist. Und auf diese Person bezieht sich die handschriftliche Aufzeichnung auch aus dem Nachlass der Brüder Grimm in der Staatsbibliothek, die wir Ihnen zum Abschluss dieses Videos vorstellen möchten. Eine Niederschrift von Jakob Grimm, die offenbar entstanden ist, genau in der Situation, als diese Märchenfrau den Brüdern Grimm mal wieder was erzählt hat, eigentlich zeitlich ganz nah an dem Termin, der auch auf der Notiz im Handexemplar stand, zum Mädchen ohne Hände. Das war ja im August 1813. Hier haben wir den 23. Juni 1813. Zwerner Frau am 23. Juni 1813 hat Wilhelm Grimm hier mit Rotstift neben die Aufzeichnung seines Bruders geschrieben, oben rechts. Und dazu steht dann oben noch die Notiz zu Gespenstersagen. Das ist auch der Grund, warum dieses Blatt wohl überlebt hat. Dieses Doppelblatt auf vier Seiten in so einer schmalen Spalte beschrieben. Sie sehen, hier ist das Blatt mal gefaltet gewesen. Und auf der linken, breiteren Spalte hat Jakob Grimm anscheinend wörtlich mitgeschrieben, was diese Frau erzählt hat. Das ist die einzige derartige Niederschrift von einer Erzählung dieser berühmten Märchenfrau. Das gibt es sonst nicht, obwohl die ziemlich viel beigetragen hat, was man ganz gut anhand solcher Notizen im Handexemplar rekonstruieren kann, wie wir sie gesehen haben. Man weiß also, was diese Frau beigetragen hat, ungefähr an Märchen. Von keinem dieser bekannten Märchen, die sie beigetragen hat, gibt es aber so eine Niederschrift, sondern die gibt es nur von diesem einen Text, der in die Märchensammlung selbst nicht Aufnahme gefunden hat, weil die Brüder Grimm eben fanden, okay, das ist jetzt kein Märchen, so ganz in unserem Sinn, sondern eher eine Gespenstersage. Und sie haben das zur Seite gelegt, weil sie ja vorhatten, eine Extrasammlung deutscher Sagen zu publizieren. Schauen wir nun also wirklich zum Abschluss dieses Videos nochmal kurz rein, was in so einer Niederschrift einer tatsächlichen mündlichen Märchenerzählung steht. Lesen wir die mal vor, den Anfang. Es war ein reicher Bauer im Dorfe, der hatte einen armen Tagelöhner. Der bei ihm arbeitete. Der hatte 8 Kinder und kein Brot. Nun ging er nach dem reichen Bauer und bat den, er soll ihm ein Viertel Korn borgen, er wollt's M unter der Zeit bezahlen oder abverdienen. Das war alles ein Satz, ja, alles ist so mit Kommata einfach aneinandergereiht, nicht syntaktisch richtig durchstilisiert, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass jemand so erzählt, ja. Nu war die Zeit rum, das Brot war gessen, uns konnt's nicht bezahlen. Nu mahnt ihn der reiche Bauer, nu mahnt er ihn, ja, nu mahnt ihn der reiche Bauer als fort,
er soll ihm das Korn bezahlen. Nun bat er ihn, er sollte es noch eine Zeit lang borgen. Er wollte arbeiten. Mhm. Ja, also mit so mündlichen Wortformen wie nu, mit Unklarheiten, auch wer jetzt gerade redet, ja, von wem gerade die Rede ist. Beide sind mit R-Bezeichen, das ist ein bisschen unübersichtlich, aber im mündlichen Gebrauch kann man das schon so machen. Man sieht also ganz klar, das ist wirklich parallel dazu, wie diese Frau erzählt hat, mitgeschrieben worden. Die Brüder Grimm schreiben auch in ihrer Vorrede, wo sie diese Märchenerzählerin charakterisieren, dass sie so eine Art hatte, die Geschichten immer wieder auf die gleiche Art und auch verhältnismäßig langsam zu erzählen, sodass man ihr mit einiger Übung nachschreiben konnte. Dass das alles ganz genau so stimmt, kann man eben anhand dieser einen Niederschrift ganz gut nachvollziehen. Mhm. Ja? Das ist immerhin eine Chance, so einer Situation, so einer Erzählsituation so nahe zu kommen, wie es sonst in keinem anderen Fall möglich ist. Und das ist fast so nah, als ob jemand eine Tonaufnahme gemacht hätte. Was kann man mehr erwarten? Ja, also man sieht diese Quellen, philologischen Quellen zu den Kinder- und Hausmärchen ermöglichen es, an vielen Stellen in den Entstehungsprozess der Sammlung Einblick zu nehmen, lange, lange Zeit später, und gewisse Vorstellungen davon zu entwickeln oder Situationen zu rekonstruieren, von denen man nichts wissen könnte, wenn man nicht dabei gewesen war. Und diejenigen, die dabei gewesen sind, haben schon lange ja nicht mehr die Möglichkeit, darüber irgendwas zu sagen. Ja, also insofern sind solche Quellen, historischen Quellen ja generell unersetzlich, weil sie tatsächlich das ermöglichen, dass man mit wissenschaftlichen Methoden aus ihnen die Vergangenheit in gewissem Grad rekonstruieren kann. Manches kann man punktuell ganz genau beleuchten und findet Dinge sehr genau heraus, genauer als sie jemand jahrzehntelang im Gedächtnis behalten könnte. Aber es ist eben auch ersichtlich, wenn man sich die Quellen genau anschaut und mit den Fragestellungen abgleicht, die man hätte, dass vieles fehlt. Das ist eben typisch für den Umgang mit solchen Quellenmaterial ganz generell. Kein besonderer Fall bei den Kinder- und Hausmärchen und schon gar kein Anlass, mit leichtfertigen Fälschungsvorwürfen zu kommen. Was wir also hier wollten, ist einerseits kurz vorstellen, zu welchen Materialien man greifen kann, wenn man auf wissenschaftliche Art und Weise die Entstehung der Kinder- und Hausmärchen sich noch ein bisschen genauer anschauen will, als es anhand der gedruckten Textfassung möglich ist. Und wir wollten zugleich anregen dazu, darüber nachzudenken, mit welchen Erwartungen man an solche Quellen überhaupt herangehen kann, was sie leisten können und womit man, mit welchen Anliegen man sie überfordern würde. Vielen Dank. Ja, danke.